aber das nie geahnt oder verstanden hatten, dass diese dreidimensionale Tröstungsstruktur, geschlossen durch den symbolischen Ring, nur eine künstliche Simulationsvorstellung an Weltvorstellung ist, um eben das Aufklaffen des Realen zuzudecken, schön gut ganz zu machen und lediglich eine Abbildfunktion jener Sexuierungsstruktur ist, des Aufklaffens und Zustand zu Wiederverschließens im Ort der körperlichen Vorgänge dieser theriotischen Monstrositäten und Absurditäten, mit denen sich die Symptome des Realen als Körper reduplizieren, sprich den Sexuierungsvorgang, werden sie niemals ruhig und gelassen einschlafen können im Wissen, dass das nicht die Realstruktur sein kann. Sie werden niemals das Gefühl bekommen, dass sie kurz vor dem endgültigen Nimmermehr der Zugfahrt ohne Wiederkehr bereits die Zauberformel, die Struktur des Seins so erkannt haben, dass sie die Entscheidung treffen konnten, wenn alles diesen Drittveränderungszwangsnotwendigkeiten dient, in einem ständigen Passieren all Akt des Kairos, im immer sich entziehen und im nie stillstehen könnenden und immer neu transformieren und der einzigen Wahlfreiheit, die sie als einziges Wesen im ganzen Universum jenseits aller Tiere oder Dämonen oder Götter gehabt haben würden, nämlich entweder da mitzumachen in diesem Kairos der Bewegtheiten oder die Finger davon zu lassen und es einfach belächelnd oder bespuckend oder verhöhnend oder einfach nur gelangweilt oder entsetzt davon abzuwenden. Aber das Glück erfahren zu haben, dass sie jedenfalls jemand gewesen sein werden, dessen Begehrensstrukturen in diesen Zwangskäfigen nicht weiter fortgetrieben worden ist, sondern sie die Schnur durchgeschnitten oder die Kette zerschlagen haben. Man kann die Wahl, den Kairos zu ergreifen oder der Mann der verpassten Gelegenheiten von Anfang an gewesen zu sein. Letzteres ist überhaupt nur möglich, wenn das Bewusstsein oder die Ahnung von dieser falschen Versprechungsstruktur des Seienden, das nicht anders kann, als die Wesen mit Versprechen auf Unsterblichkeit in die Welt zu setzen und dann schmählichst auszusetzen, hinauszuwerfen in diese bedrohlich kalte, tödliche Welt. Es geht nicht anders, es gibt keine Schuld, das ist eine Notwendigkeit der Struktur. Das begreifen also nur solche, die im Moment des ersten Tödlichen bereits schon das erste Aufklaffen, die erste Ahnung eines Bewusstseins und gleichzeitig den Argwohn, den Wurm des Argwohns gegen diese symbolische Struktur erlebt haben, weil das eine protrahierte Form der Tödlichkeit war. Eine Trotzigkeit, die sich über Wochen, Monate oder Jahre hinzog mit dem Nicht-Einverstanden-Sein dieser unvermeidlichen, imperativischen Drittveränderungsverratstruktur, die übrigens nur bei Menschen stattfindet. Aber solche, man nennt sie Sublimationisten, das sind immer die, von denen Freud sagt, dass sie abgöttisch, bedingungslos von ihrer Mutter aufgefressen wurden. Aber dann kam es bei Michelangelo, bei Leonardo zu einem plötzlichen Schnitt radikalster Form, der ungefähr den gleichen Kontrast abgibt, wie das, was wir im afanesischen Mythem über die Entstehung des Bewusstseins in der Wasseraffentheorie
besprochen haben. Ein unlösbarer Konflikt der beiden Titanen, des Es und des Über-Ichs. Ich kann nicht, ich darf nicht sie töten, aber ich muss da unbedingt hineinkommen. Als der erste Konflikt, der dann das Ich zerreibt und dem gegenüber man sein Leben lang misstrauisch war, dass dies die wahre Struktur gewesen sein könnte. Siehe Nietzsche zum Beispiel, der Einbläser der Begriffe ist anderswo, siehe Freud. Die Struktur des Unbewussten ist nicht ein Bildchen, Schema von symbolischen Imagines, sondern eine sich invertierende, ständig sich transmittierende, transformierende, transmetaphorisierende Übersetzungsstruktur von sprechenden, signifikanten Feldern, die ermittelt mit, am Ende des Traumes mit den Mitteln der Darstellbarkeit. Ciao, Signore! Mit den Mitteln der Darstellbarkeit ausgeworfen werden. Und so verhält es sich auch mit allen Wahrnehmungswelten, die nichts anderes sind als der Endprozess nach Zerlegung in 5 Filterstufen mindestens im Gehirn der hereinkommenden Reize, die in nicht linearer, zentralperspektivischer Weise hereinkommen, sondern vertikal als Interferenzwellenfeld kommt und dann durch das Auge im Ereignishorizont erst zu Partikularereignissen werden, dann zerlegt werden und wieder zusammengesetzt werden. Das Bild der Wirklichkeitswahrnehmung ist nichts anderes wie der manifeste Inhalt eines Traums, der als Bildchen ausgeworfen wird. Aber die eigentliche Struktur dieses sichtbaren Bildchen ist ein Takten, ist ein Knobeln, ist ein signifikanten Beben von ganz anderer Geschwindigkeit und von ganz anderer Komplexität und von ganz anderer Genialität, die eben nicht abzubilden sein wird, weil ein Universum kann nicht sich einen Abbildungsspeicher von sich selber machen, denn dieser müsste nochmal größer sein als das Universum selbst mit seinen Geschwindigkeiten. Würde dieses kleine Ich, das nur als Interface für die Drittveränderungsimperativaufgaben dient, als Feinmodulation, nämlich zu rennen, zu laufen oder zu fliehen, um sich zu reduplizieren und die Abstiegsprodukte abzusichern mit den notwendigen Subsidiarien in dem großen fundamentalen Maso-Projekt. Lassen wir es für heute, es reicht wieder. Am Nachmittag hat es wieder zum Glück über 20 Grad, nachts fiel die Nachttemperatur nicht unter 12 Grad. Es wird Frühling, hier ist kein Sturm in Sicht, zum Glück, so wie im Norden Europas und auch in bis Südfrankreich herunter, wenn allerdings nicht ganz so schlimm.